Hallihallo und herzlich willkommen zu einer angetrunkenen Monster Hunter 3 Ultimate Episode für die Wii U. Wobei das Angetrunken eher ein bisschen freizunehmen ist. Und natürlich ist es total uncool, vor allem wenn ihr minderjährig seid. Das heißt, wenn ihr keine 18 seid, dann solltet ihr natürlich nicht trinken. Wobei es natürlich von Land zu Land variiert und der Begriff minderjährig total unterschiedlich sein kann. Meistens zwischen 18 und 21 Jahren. Aber gut, wir hätten das dann mal wieder disclaimert. Und wir haben in der letzten Episode eigentlich mit dem Magusi-Captain und mit dem neuen Koch geredet, der irgendwie ein recht nettes Schwert auf dem Rücken hat, das natürlich sein Küchenmesser ist. Wir sollten also wieder mit den NPCs reden und dann können wir schauen, was es als nächstes so als Quest gibt. Ob der Groß-Jaggy jetzt dabei wäre, es wäre cool, wenn es vor der 10. Episode stattfinden würde, aber wir wissen es nicht. Sprechen wir mit Junior, und mit Junior meine ich natürlich den Sohn des Chefs, denn er mag es nicht, Junior genannt zu werden, außer von seinem Vater. Hallo Jäger, ich habe gehört, dass du dich um einen der richtig großen Burschen kümmern sollst. Ich schätze, ich sollte dir was über die Zielkamera erzählen. Die ist extrem nützlich bei der Jagd auf große Monster. Wenn du im selben Gebiet wie ein großes Monster bist, verändert sich das Symbol rechts oben in ein Monster-Symbol. Wenn du dieses Symbol siehst, wechselst du in den Zielmodus, indem du die ZR-Taste gedrückt hältst. Das heißt, das ist die zweite R-Taste oder rechte Taste oder Schultertaste, je nachdem, wie man es sehen will. Wenn du die L-Taste leicht drückst, schwenkt die Kamera auf das große Monster. Praktisch, was? Um die Kamera wieder in ihre normale Position hinter dich zu bringen, drück die L-Taste schnell doppelt. Die Zielkamera ist während der Jagd auf große Beute dein bester Verbündeter. Aber ich bin ehrlich, ich benutze sie gar nicht. Das könnte zwei Dinge bedeuten. Entweder ich bin so gut, dass ich sie gar nicht brauche, oder ich bin so noob, dass ich nicht weiß, wie ich sie einsetze. Macht euch selber euer Bild dazu. Eure Meinung könnt ihr wie immer in den Kommentaren dazu ablassen. Wenn du mehr wissen willst, tippe auf die Hilfeschaltfläche, wenn du an deiner Felderanordnung arbeitest. Gut, mal sehen, wie es im Wald aussieht. Wieder Moga-Prognose, momentan nichts, weil wir haben noch nicht gegen ein großes Ding gekämpft. Wir hatten hier zwei Fische, das waren die zwei Haie, die wir, glaube ich, in der letzten Episode gekillt haben, aber eigentlich nicht. Ha, seltsam. Keine Ahnung, weswegen die da sind, aber das passt schon. Dörfler bitten, haben wir da irgendwas? Wir haben Kebabu und Cosmos Maske. Das ist beides von Chacha, das heißt, das interessiert uns nicht. Und der Sohn des Chefs sagt, bleib wachsam. Die Welt ist grausam. Danke für die Info, das haben wir gar nicht gewusst. Willst du wieder mit uns reden? Wieso wollen die immer zweimal mit uns reden? Was ist da los? Gut, du bist... Du bist... Was? Also, nicht du bist da. Da bist du ja. Ah. Hey, ich möchte dich um etwas bitten. Nützt du die Farm? Ich habe mit dem Cheffarmer gesprochen. Er will eine Insektenbox zur Insektenzucht bauen. Wenn er das macht, könntest du Insekten zur Herstellung von Ausrüstung direkt aus der Farm sammeln. Aber auch dafür Rohstoffe und Material. Und hier kommst du ins Spiel natürlich. Wer sonst? Niemand anders will den Laufburschen machen. Oh. Natürlich wirst du die Insektenbox jederzeit benutzen können. Ich habe schon mal mit dem Cheffarmer gesprochen. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Such einfach dir nebenbei, neben der Jagd, Zeit dafür zu nehmen. Also nebenbei, quasi. So, sprich nur frei drauf los. Was haben wir hier? Dörfler bitten müssen, wir haben so eine Chefs. Wir wollen für dich nützliche Käfer in einer Insektenbox auf der Farm züchten. Besorg bitte die Rohstoffe. Wir brauchen einmal Monsterfluid und 150 Rohstoffpunkte. Wir haben das Monsterfluid von den GGs bekommen und wir haben die 150 Rohstoffpunkte einfach so, beziehungsweise durch die offene Jagd, je nachdem wie man es sehen will. Also beenden wir das gleich. Ah, gut gemacht, vielleicht darfst du mich bald Junior nennen. Spoiler, er sagt das sehr häufig. Wir können jetzt eigentlich auf die Farm gehen, um die Cutscene zu sehen, machen wir das mal. Und wir kriegen den Insektenbox. Oh. Eigentlich Pilze? Was?
Okay. Das ist seltsam. Wir haben hier die Insektenbox abgegradet. Aufpassen. Ich stelle mal hier meine Sitzhaltung um. Ich hoffe, man hört es nicht. Aber jetzt hat man es eigentlich doch gehört, weil ich es erwähnt habe. Wir haben hier unsere Pilze abgegradet, obwohl wir eigentlich die Insektenbox upgraden sollten. Was interessant ist. Sagen wir es mal so. Honig können wir immer noch nicht anbauen, wenn wir das wollen würden. Und dann sagt er hier seinen Standardtext und wir können schauen, was wir anbauen könnten. Unser kleiner Fellini ist natürlich fertig, das heißt, Farbbeeren können wir looten. Und dann könnten wir ihn was anderes machen lassen. Wir könnten uns auch anschauen, wie der Farmstatus ist. Wir haben Pilze auf Stufe 2, also wir haben die Pilze abgegradet und eigentlich nicht die Insektenbox. Was seltsam ist. Ja, es ist seltsam. Es ist wirklich seltsam. Das heißt, wir können zum Beispiel uns hier für den Käfer entscheiden und ihn dann anbauen. Donnerkäfer sind sehr teuer, wie ihr hier sehen könnt. Sehr teuer. 900 Punkte. Kann ich die wirklich ausgeben? Nein. Nein, nein, nein. Lieber was anderes. Nehmen wir... Hab ja nicht mehr noch. Ja. 3 Tage, wir können wieder Dung nutzen, damit es ein bisschen bessere Ergebnisse gibt. Und das war's eigentlich. Gut. Also wie gesagt, wir haben die Insektenbox nicht wirklich abgegradet, sondern die Pilzbox. Was seltsam ist. Okay. Mit Juno haben wir gesprochen, wir könnten mit dem Handwerker reden. Er sagt, Himmel noch eins, ich habe gehört, du hast einen Ludroth erbeutet. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Genauer gesagt, du schlägst dich so gut, dass ich nicht dasselbe inspiriert hat, was Neues auszuprobieren. Also ihn hat es inspiriert, nicht mich, natürlich. Ich nenne sie Amulette. Du bekommst Fähigkeitspunkte nur für das Tragen, wie bei jeder anderen Ausrüstung. Sagen wir, du hast eine Fähigkeit, die mit einigen Punkten mehr aktiviert wird. Da kommt das Amulett ins Spiel. Vor allem beim Fangen ist es gut. Nun gut. Das hier ist umsonst, aber wenn du mehr willst, musst du mir dafür Materialien bringen. Bauerntalisman. Aber lassen wir das für dich heute her. Was für dich heute her? Er hat uns halt einen Talisman gegeben, den könnten wir benutzen. Je nachdem, welche Waffe wir nutzen, kann es mehr oder weniger praktisch sein. Der Bauerntalisman, den wir von ihm kriegen, sollte eigentlich unser Blocken erhöhen. Wir sehen das Talisman anzeigen. Autoblock 10. Das heißt, wir sollten auch eine Waffe verwenden, die das ausnutzt. Im besten Fall. Waffen, die blocken, wären unter anderem Lanzen, also Eisenlanze, Gewehrlanzen, also Eisengewehrlanze und natürlich dann das Großschwert. Ich glaube, damit können wir auch blocken. Jetzt nutzen wir mal das Eisenschwert. Das habt ihr bis jetzt noch nicht in Action gesehen. Gut. Können dann noch Items verstauen. Die sollten wir vielleicht mal verstauen, damit wir Platz haben. Schwarzperle, Schrot, Schwamm, Hydro. Ja, ja, ja. Also die ganzen Sachen, die wir sonst nicht wirklich so brauchen. Gut. Wenn wir die mal weggetan. Wir können auch mit unserem Kammerdiener reden. Der sagt. Also Kammerlöhn. Miau, 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 miau. Willkommen daheim, Boss. Anscheinend hat die Argosi endlich wieder im Dorf Moga angelegt. Wahrscheinlich bringt sie schnurrige Einrichtungen mit. Such dir dort was, dort mal was aus. Hier ist es so unpersönlich. Miau. Also es ist ja recht leer. Wir haben halt nur die Lampe da. In noch 2 weitere Slots werden einmal am Tisch was und neben unserem Ofen was. Miau, miau, miau. Danke für die Info. Danke für die Info. Sonst können wir mit dem Chef reden. Mit dem Glühnliebchen. Wir können auch mit Neko reden. Reden wir mal mit Neko. Wer mit uns reden will. Da sieht auch, das Schiff ist dann wirklich da. Man sieht es. Man kann aber nicht drauf, aber man sieht es. Das schöne Schiff. Und wir sehen auch hier den Helfer von Dagosi.
Sei gegrüßt, Jäger! Goran! Endlich! Agusi Captain ankommen in Moga! Kapitän, viel Bedeutung für Neko. Ja, wie Mentor und Boss und Modeberater. Alles zusammen in Hitotsu. Modeberater, wirklich? Neko. Bekannt als Handelsgott in großes Ozean von Koeki. Koeki bedeuten Geschäft. Du ihn treffend sehe. Neko immer sehr beschäftigt. Taihen. Deva, geh hinaus. Sei stark. Danke, Neko, danke. Die Verkäuferin wird uns wahrscheinlich darauf hinweisen, dass ihre Waren während der Agusi-Captain hier ist um die Hälfte vergünstigt sind. Willkommen, lieber Jäger. Das Geschäft läuft viel besser, seit die Agusi wieder herkommt. Aber jetzt gilt, wenn sie im Hafen liegt, ausgewählte Objekte gibt es zum halben Preis. Was für ein Angebot. Und ich habe unglaublich viele neue Sachen. Was für eine Erleichterung. Ich dachte schon, ich wäre bald ausverkauft. Also, wenn du zum Beispiel in wärmeren Gegenden zu tun hast, solltest du Kältegetränke mitnehmen. Wenn du zu viel Zeit in der Hitze verbringst, schadest du deiner Gesundheit. Ein Kaltgetränk macht den Kopf frei und hilft gegen die Hitze. Also bleib deine Gesundheit länger erhalten. Cool. Ich verkaufe sie so billig, dass man mich für verrückt hält. Wenn ich aber nicht... Ich mag ihr halt einfach. Wie auch immer, hier sind die Sachen. Wir können sie jetzt kaufen und vor allem eine Box senden. Ja, Kältegetränke und Heißgetränke, normalerweise kosten die 300. Und wir könnten 10 zum Beispiel kaufen. Ja, das geht sich gut aus. Dankeschön. Und davon auch 10. So, dann können wir noch sehen, haben wir sonst noch irgendwas, was wir unbedingt brauchen würden? Eigentlich so, sie hat sich bedankt. Wir sprechen... Nein, nicht mit Neko. Ich bin nicht Neko, mit dem Koch. Hallo Jäger, Yokukita. Du schon gut, Naka, mit Neko? Neko heißt Katze. Mein bester Matrose. Dorfchef, fragte Risa aus Fernost. Ich Handel mit Hafen-Tansier machen. So, ich mache Neko zu Tanto. Ja, Verantwortung. Du Tansier wollen besuchen? Rede mit abenteuerlustige Feli. Bring dich nach Tansia, weil andere helfen wichtige Shugyo. Shugyo bedeutet Training. Du auch mache Shugyo? Zieh los, Seewind rufen. Also Jäger, beeilen. Argosi bald Segeln setzen. Wir können auch sagen, wo er hin soll. Wir können sagen zum Beispiel, dass er das Farmerreich besuchen soll, oder dass es umfahren soll. Wenn er es umfahren soll, dann wird er viel schneller wieder da sein. Dadurch, dass er aber nur ein Farmerreich hat oder überhaupt nur eine Destination, ist er relativ schnell wieder da. Wir können ihm sonst noch Reisehilfe geben, aber die steht uns momentan nicht zur Verfügung. Später wird er zum Beispiel 3 Ziele dann haben und wir können aussuchen, wo er hin soll und wo nicht. Je nachdem, welches Ziel er besucht, unterscheiden sich auch die Angebote, die er hat. Farmerreich zum Beispiel sind halt die Basissachen, die er von Anfang an da hat. Die vor allem auch halt fürs Farmen da sind, deswegen auch der Name. Gut. Dann schicken wir ihn weg. Wir sehen, er ist 4 Tage noch da. Nach 4 Tagen ist er weg. Das heißt, wir können insgesamt 3 Quests machen. Könnten ihn dann noch ein letztes Mal besuchen. Dann ist er wirklich weg. Gut. Was will er sonst noch sagen? Jäger, habt du mit Feline dort gesprochen? Ach so, als Wanderkoch hat er Rezepte von ganzer Welt gelernt. Aber er nicht seefest. Lerne Rezept, probiere Rezept, erbreche Rezept. Tragische Geschichte. Hör sich an, wie hat der Geschmack an der Moga-Küche erfunden? Daher bleibt er eine Weile hier. Vielleicht für ihn. Keine Sorge, ich habe schon Shoni von Dorfchef erhalten. Shonin, Bedeutung Segen. Du soll Kantine von Felinkoch besuchen. Erfülle einst in erstklassige Stadtrestaurant viel Bauch. Hier, nimm der Gutschein. Er ist von seinem alten Restaurant. Gib ihm ihn. Dann er bewirte dich mit königlichem Mahl. Du nicht mal um Zutaten kümmern. Anshi. Deva. Seewind rufen. Also, sag mir, was braucht er. Gut.
Das heißt, wir haben einen Gutschein gekriegt. Diese Gutscheine kriegen wir auch so in regelmäßigen Abständen, wenn wir halt bei dem kleinen Typen hier essen. Wir können halt entscheiden, ob wir den Gutschein nutzen, dann essen wir umsonst und wir kriegen Boni. Oder wir zahlen halt Gold oder besser gesagt Seni. Oder wir können auch Rohstoffe sammeln, wenn wir viel zu viele Rohstoffe hätten. Was eigentlich so ziemlich nie der Fall ist. Zumindest für mich. Gut. Nicht mit dem Kleinen reden. Hör dir das an. Habe ich dir schon mein Kind Jenny Rotitzen erzählt? Ich kann jetzt mal mein Spielmenü öffnen und alles ansehen, was es über mein Leben zu erfahren gibt. Wenn ich was vergesse, habe ich hier einfach einen Blick in die Kind-Deschani-Notiz. Ziemlich cool, oder? Aber das ist meine Idee, okay? Wie, du klaust mir und legst dir sowas wie Jägernotizen an? Mach's gut. Wobei Jägernotizen, wir können auch unsere Gildenkarte halt überprüfen bzw. ändern. Wir können sie bearbeiten, wir können unseren Titel ändern, wenn wir wollen. Wir können Greenhorn, Grünschnabel, Jäger heißen. Mit einem Artikel, wenn wir wollen. Der Jäger der Jäger. Zum Beispiel. Wie können wir hier eine Begrüßung haben? Okay, danke. Wir können also was Eigenes schreiben, wenn wir wollen. Okay. Empore. Können wir auch Siegerfaust. Muskelspiel. Stampfen. Protzen. Relaxen. Winken. Also. Es kommt wirklich darauf an, was wir halt haben wollen. Wieder Schulterzucken, ja. Im Hintergrund können wir dann auch auswählen, was wir haben wollen. Wir können auch DLC-Inhalte natürlich nutzen dafür. Wie zum Beispiel Hafenmädel. Was für ein DLC-Inhalt? Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, eins von den Hinteren sollte auf jeden Fall eins sein. Hier. Prinzip. Nehmen wir den Legalcrosser. Das ist los. Und dann habt ihr hier halt das zum Prüfen. Und ja. Gildenkarte ist dafür da, dass wir halt Freunde anheuern und dass sie halt wissen, was wir in den Charakter haben. Reden wir mit dem Dorfchef? Nein, nicht durch den Dorfchef. Durchgehen mit ihm reden. Ah, hallo. Du fragst dich bestimmt, was hier die Sicht versperrt. Es ist die Agosi, unsere Verbindung zur Außenwelt. Die Agosi ist ein Handelsschiff. Tja. Was wir im Mogawald finden, bringt andernorts gutes Geld ein. Der Kapitän Agosi ist ein reicher Händler aus Fernost. Ich kenne ihn schon länger, als ich zugeben würde. Ja, damals waren wir jung und sorglos. Ich habe unzählige Male sein Leben gerettet und er meint's. Er wird bestimmt mit dir handeln. Wenn du Waren hast, die der Kapitän genau der Mann, dann ist er genau der Mann. Und danke. Dann haben wir ja noch mal mit dem Gildenliebchen zu reden, dann können wir endlich wieder eine Quest machen, hoffe ich. Hey Jäger, hast du gesehen? Der Gose ist hier! Naja, hättest du sie auch übersehen können. Sie ist gigantisch! Der Gose ist ein Hallenschiff. Sie gehört zum Dorfleben in Moga, seit ich denken kann. Sie ist damals halt, oder schon seitdem eigentlich, in Dorf Moga gewesen und ist auch da aufgewachsen. Aber das Geschichtserzählen überlasse ich dem Chef. Ich hab dir Wichtigeres mitzuteilen. Zum Beispiel das neue Jagdgebiet. Verstehst du? Erstklassige Jäger bleiben nicht in der Nähe. Sie durchstreifen die Wälder. Du hast dir mit dieser Loot of Quest deine Sporen verdient und darfst nun in eine niegelnagelneue Umgebung jagen. Sie heißt die Sandebene. Es ist eine Wüstengebiet, wie auch immer. Was für ein Ort das ist, fragst du? Ja, ich mich auch. In meinem umfassenden und schweren Monsterführer steht Sandebene, die trockene Region, bekannt für hohe Temperaturen und Monsterhorden. Ja, also viel Glück. Also, reden wir mal über Erntetouren. Recht bald nach dem Questbeginn wird deine Vorräten ein Tatzenpass hinzugefügt. Nicht ein. Gib den ab, wenn du zurückkehren willst. Bis dahin sammeln alle Objekte, die du kriegen kannst. Verstanden? Viel Spaß! An der Heimatfront gibt es außerdem die Quest, einen Großjäger zu jagen. Das wird die Gilde genau hinsehen. Apropos hinsehen.
Wünschst du dir nicht eine einfache Möglichkeit, große Monster bei der Jagd im Auge zu behalten? In diesem Fall kannst du die Zielkamera benutzen. Drücke in deiner Quest die ZR-Taste, um die Zielkamera einzusetzen. Wenn sich das Monster-Symbol oben rechts ändert, drück die L-Taste. Das ist reine Magie. Wenn die Götter wissen, wie das geht, schwarze Magie, Feenstaub, egal. Die Jagd auf Monster wird dadurch leichter. Ah, du kannst auch die Zielkamera auf dem Touchscreen einsetzen, indem du deine Felder anpasst. Wenn du mehr darüber wissen willst, rufe die Hilfe auf, wenn du deine Einstellung vornimmst. Hol sie dir, Tiger! Bisschen Spider-Man? Bisschen? Weiter geht's. Da sind sie. Sterne 2, weil ihr seht, Stern 1 haben wir alles gemacht. 2 Sterne können wir uns aussuchen, was wir machen. Mein, in den 9 Minuten wird sich wahrscheinlich Großstärke nicht ganz ausgehen. Wir können Käferjagd machen. Machen wir lieber die Erntetour. Was haben wir hier? Sind alle da? Miau. Willkommen zur Sandebenen-Erntetour, auf der wir die perfekte Schönheit der Wüste erleben. In 2 Minuten kann jeder einen Tatzenpass zur sicheren Heimreise abholen. Dankeschön, das machen wir glatt. Er kann uns noch nicht bekochen, aber sobald wir hier weggehen, wird er dann unser Koch sein. Das heißt, in der nächsten Episode werden wir das höchstwahrscheinlich sehen. Erntetour, wie gesagt, also wir können entweder die ganzen 15 Minuten warten oder 2 Minuten und wir kriegen den Pass und können dann wieder zurück. Sehr hübsch, oder? Wir haben hier auch wieder so einen Ältesten, mit dem können wir reden. Und der wird uns höchstwahrscheinlich wieder hier irgendwelche Items geben. Ja, wir müssen auch nicht wirklich mit ihm reden und uns das anschauen. Es ist definitiv ein schönes Gebiet. Hat auch ein paar Wasservorräte, obwohl es eine Wüste ist, in Anführungszeichen. Aber natürlich ist das nicht eine hundertprozentige Wüste. Wir haben hier wieder Karte, die wir nehmen können, aber sonst gar nicht. Die Erntetour ist dazu da, um vor allem halt Gegenstände zu sammeln. Erzvorkommen zu sammeln und hier hätten wir auch eine Abkürzung, die uns direkt nach 7 bringt. Also wie gesagt, wir können hier bestimmte Sachen fahren. Entweder halt kleinere Monster. Wir können entweder hier zum Beispiel jagen. Oder besser gesagt nicht jagen, sondern angeln. Das ist ein Angelspot eigentlich. Oder wir können halt Erze sammeln. Meistens werden Erntetouren wirklich fürs Erze sammeln benutzt. Aber natürlich ist es total verschieden. Wir sollten zum Beispiel nach 6 gehen. Denn bei Nummer 6 gibt es sehr viele Erze. Da ist die Erzdichte am höchsten. Wir haben auch hier wieder so einen Haufen, wo wir zum Beispiel, wenn wir ein Felin was verlieren sollten, es hier wieder kriegen sollten. Sonst können wir halt ausschalten. Hier gibt es halt am meisten wirklich Erze und natürlich auch Pilze. Die können wir alle einsammeln, wenn wir wollen. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Was hier auch interessant ist, wir kriegen auch unseren ersten Kristall, glaube ich. Und zwar den Eiskristall, heißt Eiskristall, hieß der Eiskristall. Wir werden es eh sehen. Wir haben hier und da auch ein paar von diesen ätzenden Flugviechern. Flugkäfern. Yes. Vorräte geliefert, das heißt, und Tassen. Unser Tatzenpass. Tatzenpass, ja. Sag's immer wieder falsch. Sollte auch da sein. Da hat uns der Käfer paralysiert. Deswegen mag ich halt Benabras und überhaupt Käfermonster nicht wirklich. Einfach. Sie können sich teilweise ein bisschen schlecht treffen. Wir sehen das halt hier an Großschwert. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Gut, dann wieder hier Pilze sammeln. Nitro-Pilze sind halt eher für Paralyse, glaube ich, da. Einmalige Pilze müssen wir am Ende dann abgeben. Und wir kriegen Sehne dafür. Das sind halt Kontoobjekte, wie sie hier schön genannt werden. Hier wird es in ein anderes Gebiet gehen. Aber hier haben wir erstens Erze. Eisenerz natürlich. Wir sollten auch die Spezialdingens kriegen, aber scheint hier noch nicht. Gehen wir mal zu den Katzen, zum Felin.
so, die B-Taste ist extrem gut, um halt total zuzuschlagen. Das ist sehr effektiv gegen Felines. Weil Y ist halt eher vertikal, was nicht ganz so effektiv gegen die Mistkerle ist. Weil die ausweichen können. Ration aufgehoben, die uns nichts bringt nach der Quest. Wieder eine Ration und was kriegen wir als Viertes? Kein Versteck. Na gut, ist auch ein Konto-Objekt. Von daher, ganz nützlich. Wettsteine. Kristallknochen, genau. Kristallknochen kriegt man eigentlich speziell vor allem hier in diesem Gebiet. Sonst sollten wir auch noch Erdkristalle kriegen, beziehungsweise die anderen Kristalle. Aber Erdkristalle eigentlich meistens, ja. Wenn er Erdkristalle braucht, wenn er diese Knochenfragmente braucht, beziehungsweise Eisenerz, dann könnt ihr gerne die Erntequest machen. 2 Sterne hier in diesem Gebiet. Einfach dann meistens direkt zu 6 laufen auf dem Weg, vielleicht was einsammeln, falls es was auf dem Weg gibt. Aber halt bei 6 vorbeischauen, hier alles leer machen und dann wieder zurück zu 1. Das macht man eigentlich wirklich meistens. Wir haben hier noch 2 Vorkommen, die wir natürlich abbauen werden. Und dann werden wir weiterschauen. Wir werden dann wahrscheinlich zu 1 gehen, vielleicht den ein oder anderen Renoplos. Wie die auch immer heißen, kaputt machen. Machalit-Erz gibt es auch teilweise hier, aber die Chance auf Machalit-Erz zu kommen ist natürlich ein bisschen geringer als anderswo. Weil, naja, je höher das Gebiet, desto höher die Chance. Wir haben auch Jaggies hier in Gebiet 4, die wir natürlich ignorieren werden. Gebiet 2 ist auch sehr Felin-verseucht, genauso wie 6. Und Gebiet 1 sind halt die Renoplas. Wie überhaupt so heißen. Sehr dickköpfig, sehr stabil und vor allem stürmen die auch einen an. Das ist also der Kopf. Das ist nicht ganz so effektiv, dass wir den attackiert haben. Und anscheinend haben wir mit dem Großschwert wirklich keinen Bonus. Das ist unser erstes Down. Den können wir dann klein machen oder besser gesagt looten. Können wir schauen, was er hat. Rohes Fleisch haben die meistens und eigentlich auch Skalp oder Panzer, die wir dann wiederum brauchen für die Rüstung. Mit Rüstung meine ich entweder Renoplos Rüstung oder die Baroth Rüstung. Gut. Können wir das hier abgeben. Dann können wir den Tatzenpass hier abholen, nachdem wir gesehen haben, dass Vorräte da sind. Das ist 2 Minuten. Beim ersten Mal habe ich wirklich 50 Minuten in diesem Gebiet verbracht, bis ich dann gemerkt habe, dazu passt die hier einen blauen Dingens nach 2 Minuten. Da müssen wir aber zum roten Dingens was abgeben und dann passt es schon. Aber jetzt wissen wir es. Der Typ hier, der wird uns nichts geben, weil er sagt, wir sind ein Faulpelz, nachdem er uns schon 3 Items gegeben hat. Und wir sind einigermaßen zufrieden, dass wir unsere Items hier haben. Wir warten halt jetzt 20 Sekunden, die sind vorbei, wir gucken, was es halt genug gab. Und nachdem wir das gemacht haben, sind wir auch fertig mit der Quest hier. Das heißt, wir können sie abgeben und ja, verabschieden. Das haben wir hier, Ritzelknochen, Würmer und natürlich Fleisch. Sehr schön. Ich würde sagen, in der nächsten Episode machen wir uns damit, setzen wir uns mit dem Namen Groß Jaggy auseinander und mit dem Thema. Werden ihn halt töten und je nachdem wie lange wir brauchen, könnte es vielleicht auch schon die andere Quest geben, wo wir auch ihn fangen müssen. Ja, also nächste Episode, Episode 10, wird dann halt wirklich dem ersten großen Monster gewidmet, weil Großjaggies sind ja auch nicht so groß im Vergleich zu anderen Monstern, aber trotzdem. Also es hat sich doch schön ausgegangen, das freut mich. Und ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wie gesagt, eure Meinung ganz am Anfang ist wieder gefragt. Ihr könnt sie abgeben in den Kommentaren. Ich lese mir das durch. Und je nachdem, wie sich halt die große Menge entscheidet für den momentanen Zeitpunkt, so wird sich auch die Reihe dann fortsetzen. Also ihr seid maßgeblich bei der Gestaltung der Reihe mitverantwortlich. Denn ich will, dass es euch gefällt. Und meistens macht mir das auch Spaß, was ihr euch so ausdenkt und ihr sehen wollt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal bei der Jaggy-Jagd in Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Bis dann.